Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es um die Reparatur hier von so einer Gartenlampe. Die steht normalerweise an einer Terrasse und also das Hochkant natürlich dann so. Und die hat zwei Sensoren, einmal hier diese Fotodiode und dann hier diesen Bewegungsmelder. Und es ist so, dass wenn es dunkel wird, dann geht hier innen drin so eine LED-Leiste an. Das funktioniert auch, aber es funktioniert der Bewegungsmelder nicht. Der Bewegungsmelder löst hier oben, ich mache das mal ab, diese Kappe hier, da ist eine Lampe drin, die soll normalerweise angehen, wenn da also jemand vorbeiläuft. Außerdem hat die Lampe hier noch eine Steckdose, die ist aber generell separat. Und wenn man hier jetzt mal reinguckt, so sieht es also aus, ja, sieht man jetzt im Moment nicht so viel. Ich werde es gleich alles mal rausnehmen und dann mal gucken, was da an Elektronik drin ist. Und ja, werde versuchen, das Ding wieder in Gang zu kriegen. Hier an der Lampe, da wo der Bewegungsmelder ist, da sind zwei Torx-Schrauben. Die werde ich mal hier rausdrehen. Und dann kann man sicherlich, hoffe ich zumindest, das ist hier sehr schwer, da muss ich nochmal mit dem anderen Schraubendreher gleich rangehen. Dann kann man hoffentlich das irgendwie rausnehmen, das ganze Modul. Und wenn man jetzt hier reinguckt, dann sieht man das, also ich sehe es zumindest in der Kamera, sieht man es vielleicht nicht so gut, dass so ein großes Modul irgendwie drin, also ein Gehäuse, wo das alles mit verbaut ist. Also ich schraube das dann erstmal ab. So lose ist es und jetzt hoffe ich, dass ich das hier noch gut ausziehen kann. Und so sieht es jetzt aus. Ja, ich hatte glaube ich seinerzeit mal da auch so einen Schrumpfschlauch übergezogen. Es kann also sein, ich hatte es schon mal aufgehabt irgendwann. Aber jetzt, ja, werde es nochmal aufmachen, weil es geht einfach natürlich, es funktioniert nicht. Ich habe jetzt auch hier diesen LED-Driver with Photosensor, das steht zumindest so drauf, rausgenommen. Der war da auch noch angeschraubt. Hier ist also der Bewegungsmelder und die sind auch beide hier zusammengeklemmt. Das werde ich erstmal auseinandernehmen. Und als erstes werde ich mal nochmal diese Nachtlichtfunktion kurz testen, indem ich das anschließe und dann hier die Fotodiode dort erstmal abdecke und dann kümmere ich mich um den Bewegungsmelder. Ich habe jetzt hier diese Nachtlichtfunktion, das Modul hier angeschlossen, aber noch nicht eingeschaltet. Ich decke jetzt mal hier mit einer Batterie einfach den Sensor ab. Ich schalte mal ein. Man sieht, die Lampe ist hier angegangen und wenn ich ihn wegnehme, ist wieder aus. Also das funktioniert tadellos. Da ist noch eine Zeitverzögerung drin. Also das funktioniert. Das ist auch komplett unabhängig hier von diesem Bewegungsmeldermodul. Und da werde ich jetzt das Ding mal aufmachen und schauen, ob man das irgendwie wieder reparieren kann. Bei diesem Bewegungsmeldermodul ist es so, dass hier dieses Kabel für die Lampe hier vorne da direkt reingeht, also ohne Steckverbindung oder sowas. Ich kriege auch die Lampe so im Moment nicht raus, also ich kann das jetzt hier nicht rausziehen, sondern ich muss also jetzt hier tatsächlich wirklich das Modul erstmal komplett aufschrauben und dann werde ich wahrscheinlich hier dieses Kabel, wo die Lampe dran hängt, ablöten und dann da mir ein Provisorium erstmal ranmachen. Aber dazu, bevor ich das überhaupt mache, muss ich erstmal hier den Schrumpfschlauch abmachen. Das stört natürlich. Und dann sieht man, wie das Ding aussieht. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum ich den rübergezogen habe, denn es fehlt die Rückseite. Sieht man das schon? Oh je, das wird ja was. Da habe ich also schon mal irgendwas probiert und habe das nicht aufgekriegt. Das Ding, das war also nicht verschraubt, sondern verschweißt und habe am Ende dann einfach nur Schrumpfschlauch drüber gezogen. Mal gucken, ob ich das dann auch so mache. Wahrscheinlich eher nicht. Ich werde wahrscheinlich dann eine Kunststoffplatte irgendwie raufkleben oder so, wenn es Ding wieder gehen sollte. Aber so kann ich das nicht lassen und werde es auch nicht wieder so zusammenbauen. Also ich mache das erstmal alles ab und dann nehme ich die Platine gleich mal raus. So sieht jetzt hier die Leiterplatte aus. Man erkennt eigentlich ganz gut, es handelt sich hier um ein Kondensatornetzteil. Woran erkennt man das? Es ist hier kein großer Trafo irgendwie vorhanden, sondern eigentlich hier nur dieser große Kondensator. Da so ein Endstörkondensator, hier ist eine Sicherung und mehr ist eigentlich hier nicht drauf für die Versorgung hier von dem IC und dem Sensor. Hier sieht man den Sensor, da sieht man noch ein paar Elkos. Und ja, jetzt ist die Frage, warum geht hier dieser Bewegungsmelder nicht mehr
Und da werde ich jetzt eben auch ein paar Messungen durchführen. Man sieht, hier hat man ein paar Dioden, die kann man mal kurz durchmessen. Auf der Seite auch. Hier im, als Bauteil ist hier der LM324, wenn mich das nicht täuscht. Ja, LM324. Im Netz gibt es dazu, zu diesen PIR-Sensoren, praktisch so eine Art Standardbeschaltung. Also wenn man da googelt, kann ich vielleicht gleich nochmal zeigen. Da gibt es so eine Standardschaltung, die hier immer verwendet wird. Und dann kann ich da vielleicht auch mal irgendwas messen, wie auch immer. Ja, und was man hier sieht, also ich sehe es hier schon gerade, da diese Lötstellen, also dieser Kondensator, der da so irgendwie so halb drauf ist oder auch nicht. Das werde ich auf jeden Fall vernünftig machen, wieder besser verlöten, nochmal entlöten ein bisschen da an der Stelle. Aber wie gesagt, als erstes werde ich hier mal dieses eine Kabel abmachen, weil mich das nervt. Ich kann das jetzt so nicht hier irgendwie abmachen, sondern werde erstmal das Kabel von der Lampe einfach hier ablöten, sodass ich das Modul einzeln dann nehmen kann und da ein bisschen rummessen kann. Bevor ich jetzt so ein paar Bauteile mal so durchchecke, hier die Dioden und so und auch die Sicherung natürlich, habe ich hier natürlich den kleinen Kondensator noch ein bisschen von der Lötstelle her verbessert, also das Lot da weggezogen und nochmal neu verlötet. Das ist jetzt schon wesentlich besser, sodass ich jetzt erstmal so, wie gesagt, die diskreten Halbleiter mal kurz durchchecke. Kurzer Hinweis noch, die Platine ist natürlich komplett spannungsfrei, also hier Stromkabel ist ab. Ja, jetzt fange ich mit der Sicherung einfach mal hier oben an. Habe hier das Multimeter auf Durchgang gestellt, Durchgangsprüfung. Die Sicherung ist hier zwischen, an diesen beiden Stellen. Man sieht jetzt hier schon, ja, die Sicherung ist durch. Also die Sicherung muss schon mal getauscht werden und jetzt werde ich weitergehen hier mit den Dioden. Dazu stelle ich hier das Multimeter auf Diodentest und gehe reihum einfach mal durch. Ja, 0,5 Volt. Andere Seite. Ja, da hat sich was aufgeladen, ist nicht weiter schlimm. 0,35. Auch 0,35, da komme ich nochmal zu. Bei dieser Diode gibt es vielleicht eine kleine Besonderheit. 0,6. Hier lädt sich auch was auf. Also es muss immer angezeigt werden. Ja, so 0,5, 0,6 und dann eben OL. Hier lädt sich auch was auf. Das sieht man anhand der Spannung, die sich da ändert. Dann haben wir hier 0,5 OL und hier OL und die Richtung auch 0,5. Hier sind noch drei Transistoren. Bei der einen Diode hier, da handelt es sich um die Freiluftdiode für das Relais, diese hier. Und die Freiluftdiode ist ja parallel zur Spule angeschlossen. Also hier ist das Relais, das, der schwarze Block hier. Sodass auf beiden Seiten dort jetzt der gleiche Wert erscheint. Um jetzt die Diode genau messen zu können, müsste ich die von einer Seite sozusagen hier ablöten und gucken. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass die in Ordnung ist. Dann sind hier noch so ein paar Transistoren. Also hier drei Stück. Die werde ich mal messen. Achso, ja, ist richtig. Muss ich mal gucken. Moment. 0,4. Hier ist irgendwas durch. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ne, hier ist irgendwie ein Kurzschluss zwischen diesen beiden. 0,011. Also hier bei dem stimmt irgendwas nicht. Da will ich gleich nochmal schauen, was da nicht stimmen kann oder was da eventuell ist. Hier haben wir 0,6. Auch 0,6. OL und OL. Hier gegeneinander auch.
Das kann durchaus sein, da mit diesem 0,9. Und hier 0,5 UL. Und jetzt haben wir hier. Aber es kann sein, dass es hier auch nur eine Diode ist. Das weiß ich jetzt gar nicht mal. Da müsste man bei den SMD-Codes gucken. Hier ist kein Durchgang. Scheint hier nur eine Diode zu sein. Okay, also hier ist an dem Transistor, da ist irgendwie ein Durchgang zwischen diesen beiden. Hier und dort. Ich habe jetzt also tatsächlich hier diesen Transistor getauscht, der war wirklich kaputt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, war das für ein Transistor? Und da möchte ich mal kurz auf diese SMD-Codes, die hier aufgelabelt sind, eingehen. Der SMD-Code auf diesen beiden Transistoren, die da zu sehen waren, war L6. Und wenn man nach SMD-Code L6 sucht, dann wird man eine Menge finden. Leider muss man dazu sagen, es gibt ja so viele Bauteile, die mit L6 gekennzeichnet sind. Allerdings konnte ich anhand des einen Transistors, der hier noch in Ordnung ist, also der hier unten, der ist noch in Ordnung, der hat auch L6, feststellen, was das für ein Transistor ist. Das ist nämlich ein NPN-Transistor. Ich habe jetzt als Ersatz hier einen BC846 genommen, der hat den Code 1B, müsste genauso funktionieren. Bei dem anderen Bauteil, was hier auf der rechten Seite zu sehen ist, dachte ich ja erst, es ist ein Transistor, aber es ist eine Doppeldiode in der Tat. Die ist auch in Ordnung. Und die Doppeldiode hat den SMD-Code A1B. Und wenn man danach guckt, dann kriegt man hier ein Bauteil, was passt in dem Fall, BAW56. Und das ist jetzt, hat jetzt diese Anordnung Anode, also eine gemeinsame Anode, Kathode, also eine Doppeldiode. Und das konnte ich auch feststellen, dass die in Ordnung ist. Eine weitere Sache ist natürlich, wie stellt man das fest, dass jetzt so ein Transistor in Ordnung ist oder so eine Doppeldiode. Ich habe hier mal auf der rechten Seite das kurz gezeichnet. Also das Bauteil ist ja, hat ja die Belegung B, C, E in der Regel. Nicht immer, aber die meisten SMD SOT 23 Transistoren haben diese Belegung. Und wenn man jetzt mit dem Multimeter im Diodenmessbereich hier mit Plus rangeht an die Basis und zum Beispiel mit Minus an Kollektor, dann zeigt er eben diese 0,5 oder 0,6 Volt an, je nachdem. Und wenn man das umdreht, dann zeigt er eben OL an. Das kann man dann ganz gut feststellen. Zum Emitter ist genau das Gleiche. Und zwischen Kollektor und Emitter sollte er eigentlich immer OL anzeigen, beziehungsweise zeigt er dann einen Wert an von irgendeinem Bauteil, was da vielleicht irgendwo theoretisch und praktisch parallel hängt. Wie man sieht, habe ich hier auch mal die Sicherung ausgelötet. Die war ja auch kaputt oder die ist kaputt. Das ist hier diese in dieser Form. Ich zeige das mal ganz kurz. Ich hoffe, das ist nicht unscharf und runtergefallen. Diese hier. Und jetzt habe ich aber überlegt, dass ich das so nicht mehr einbauen werde. Denn wenn die Sicherung kaputt ist, komme ich da eigentlich später, wenn dieser Fehler nochmal auftreten sollte, überhaupt nicht mehr ran, weil das Gehäuse eben zu ist. So dass ich einen anderen Sicherungshalter nehme. So einen hier. Da ist die Sicherung praktisch hier drin. Ich mache das mal auf. Die ist also hier drin. Und ich kann dann sozusagen von der Rückseite das hier so anlöten und dann in das Gehäuse legen. Ich zeige das gleich mal mit dem Gehäuse. Die Platine kommt ja hier in das Gehäuse so rein. So, dann kann ich hier im Prinzip den Sicherungshalter rauflöten und am Ende hier das zumachen. Natürlich mit dem Abstand hier irgendwie mit dem Kunststoff. Weiß auch nicht genau wie, aber so komme ich theoretisch dann auch wieder an die Sicherung ran und ist auch noch Platz in der Lampe. Bevor ich das mache, will ich noch mal zwei weitere Bauteile kurz durchmessen, denn auf der Bestückungsseite ist, also von den bedrahteten Bauteilen, ist hier auch noch mal eine Diode, eine Z-Diode. Und bei denen ist es so, da ist meistens dieses UF etwas höher. Ich gehe mal hier ran, ja, 0,6, fast 0,7 Volt. Und in Sperrrichtung dann hier in dem Fall auch OL. Dann haben wir hier noch diese Photodiode. Und bei der ist es so, ich lege das mal so hin, dann komme ich da besser ran. Die müsste auch hier ungefähr
so eine Spannung haben, beziehungsweise ja, hier ein bisschen weniger. Und wenn ich aber hier rüber gehe mit dem Finger, dann ist OL. Das heißt, wenn ich die beleuchte, hat sie hier so eine, erzeugt sie diese Spannung hier. 0,2. Ich gehe nochmal ran. 0,2. Wenn ich hier rüber gehe, OL. Also auch die Fotodiode ist hier in Ordnung. So, nachdem ich hier die Bauteile alle überprüft habe, den einen Transistor getauscht habe, Sicherung ist jetzt getauscht, wäre es Zeit für einen ersten Probelauf, sage ich mal. Ich habe jetzt hier die Fotodiode abgedeckt, damit es sozusagen die Dunkelheit simuliert. Hier den Sicherungshalter nochmal prophylaktisch oder provisorisch erstmal so rangelötet. Und ich habe natürlich hier auf der linken Seite meinen Trenntrafo dran und ich schalte einfach mal ein. Dazu muss ich diesen Schalter auch noch betätigen. Man sieht, die Lampe geht an, das ist schon mal sehr gut. Das hat sie nämlich die ganze Zeit gar nicht gemacht. Das heißt, der Bewegungsmelder geht zu Anfang sozusagen an und nach einer gewissen Zeit müsste hier die Lampe dann erstmal ausgehen. Und so lange werde ich erstmal warten. So, die Lampe ist also tatsächlich jetzt ausgegangen und wenn ich jetzt mit dem Arm hier irgendwie rüber gehe, müsste sie eigentlich irgendwie angehen. Macht es aber nicht, vielleicht ist es zu hell. Mal gucken, ich werde mal hier ein bisschen dunkler machen. Hier aus. Tatsächlich. War jetzt also etwas zu hell hier im Raum. Jetzt geht er wieder. Eine Sache jedoch, ich habe hier den PIR ausgetauscht, weil bei diesem Sensor war es so, dass nach dem Einschalten hier die Lampe überhaupt nicht ausging. Also der PIR-Sensor war hier offenbar auch noch defekt. So, die Reparatur hier von der Platine war ja erfolgreich. Man könnte es jetzt gleich zusammensetzen, allerdings das Ding ist sowas von verdreckt. Da haben sich also einige Spinnen auch niedergelassen, sodass ich jetzt hier auch die Lampe komplett auseinandergenommen habe. Ich habe also auch den Deckel hier abgekriegt, der ist hier nämlich mit Silikon nochmal festgemacht worden. Das ging etwas schwer. Das heißt, ich werde komplett alles hier reinigen und dann erst zusammensetzen. Also hier das Gehäuse, weiß ich noch nicht, wie ich das vernünftig hinkriege. Das werde ich wahrscheinlich hier waschen, die Plastikteile, und dann werde ich das erst danach wieder komplett zusammensetzen. So, die Teile sind nun größtenteils gesäubert und ich habe hier bei der Platine noch Plastikspray rübergesprüht, und zwar nennt sich das hier Schutzlack Nummer 70, weil es einfach besser ist, wenn es noch mal ein bisschen vor äußeren Einflüssen geschützt ist, die Platine. Ich habe auch die Verdrahtung jetzt hier erneuert, das war mir alles nichts, das sah hier vorher so aus, also es kommt raus. Hier habe ich nur ein bisschen gesäubert, das sieht man jetzt vielleicht nicht so, besser kriege ich es jetzt auch nicht hin, aber das reicht auch soweit, sodass ich jetzt die Lampe komplett zusammenbauen kann. Ich habe auch nun den Bewegungsmelder hier nochmal verpackt. Es sieht vielleicht nicht ganz so schön aus, aber es reicht. Man kommt auch an die Sicherung ran. Ein bisschen Silikon werde ich noch rumschmieren. Und so, dass ich jetzt auch die Lampe zusammenbaue und wieder hinstellen kann. Tja, und wer hätte das gedacht? Ich wollte die Lampe gerade hinstellen, da ist mir hier diese Facettenlinse oder was es ist, zerbrochen. Und das ist natürlich äußerst ärgerlich. Ich muss jetzt alles auseinandernehmen und bei der Gelegenheit habe ich überlegt, dass ich eigentlich für die Elektronik in auch ein anderes Gehäuse nehme. So wie es jetzt da ist, gefällt mir das nicht. Ich werde auch hier das in der Größe, glaube ich, gar nicht so bekommen. Ich muss also schauen, dass ich da irgendeinen Ersatz kriege und mir dann ein neues Gehäuse letztendlich zurecht baue oder drucke oder kaufe. Ich weiß es noch nicht genau. Ja, so sieht das Teil jetzt aus und ich bin auch richtig frustriert. Das war nämlich genau, wo ich im Prinzip die Lampe verdrahtet hatte und dann eigentlich hinstellen wollte, ist mir das zerbrochen. Allerdings muss man auch sagen, das ist jetzt hier irgendwie 15 Jahre altes Ding oder so. Es ist auch ziemlich spröde. Vielleicht ist es auch ein Zeichen jetzt, dass man sagt, okay, das tauscht man jetzt hier auch komplett aus. Auch das Gehäuse gefällt mir überhaupt nicht, weil es hier so rund ist und auch, klar, man schraubt es an, aber es liegt nicht richtig gut
auf hier in der Lampe an sich, so dass ich hier das alles nochmal auseinandernehmen werde und mir sicherlich ja ein neues Gehäuse besorgen werde. Natürlich hier so eine Facettenlinse und dann mal schauen, ob das dann, sag ich mal, besser geht. Also ich denke mal, ich kriege das auch ganz gut hin dann. Hier ist nun das Gehäuse zu sehen, was ich besorgt habe, und ich habe es auch schon ein bisschen vorgebohrt, also abgebohrt. Jetzt gibt es aber mehrere Sachen, die zu beachten sind. Zum einen ist es so, dass ja an der Leiterplatte praktisch keine Befestigungsmöglichkeit besteht. Also hier in der Mitte ist zwar eine Bohrung, gut, die werde ich auch nehmen, allerdings mehr auch nicht, sodass man das jetzt irgendwie festmachen muss. Und dazu habe ich einen Teil gedruckt, wo ich praktisch, ich zeige das mal ganz kurz, bevor ich es zusammenschraube, die Leiterplatte hier reinlege. Die wird dann hier oben mit einer Kunststoffschraube festgeschraubt. Und das Ganze kommt dann hier, wird hier in das Gehäuse von der Seite mit diesen vier Schrauben festgeschraubt. Und von außen nachher im Gehäuse der Lampe wird dann dieses komplette Gehäuse mit diesen beiden Löchern oder in diesen beiden Löchern festgeschraubt. Also etwas komplizierter sozusagen, aber so gefällt es mir wesentlich besser. Achso, ich mache nochmal das hier so zusammen. Man sieht, ich habe auch die Sicherung getauscht gegen solch eine Form. Das ist mir einfach zu groß, diese andere Form. Ich kann jetzt also hier die Leitung dann anlöten, Gehäuse zu. Dann kommen hier die Leitungen raus. Das ist also eine wesentlich bessere Sache an sich. Also es sieht natürlich erstmal wesentlich besser aus, ist stabiler. Und so gefällt mir die Sache auch wirklich gut. Wie man sieht, habe ich jetzt hier diese Halterung mal angeschraubt, und zwar hier in dem Fall mit Blechschrauben, die sich in den Kunststoff einfach reinschneiden. Und die nächste Sache, die ja gemacht werden muss, ich muss diese Facettenlinse oder auch Fresnel-Linse, die muss ich ja irgendwie anbringen, und ich wollte die eigentlich erst kleben, das möchte ich aber jetzt eigentlich nicht mehr machen, und deswegen habe ich folgende Idee gehabt. Ich habe hier ein Kunststoffteil nochmal reingeklebt, jetzt in dem Fall, und habe hier dann diese Linse drin, die lege ich einfach hier nur so rein, und mit der Deckplatte sozusagen oder mit dem Gehäuse sozusagen wird die festgehalten. Ich schwenke jetzt mal kurz um auf das Gehäuse. Hier ist jetzt das Gehäuse nochmal zu sehen, und hier ist meine Facettenlinse, und die, wenn ich jetzt hier reinmachen würde, geht es nicht rein. Das ist auch ganz gut so, sondern sie wird jetzt, wenn ich sie hier reinlege, von unten rangedrückt. Also ich lege die jetzt hier mal so rein und packe das mal hier ins Gehäuse mit rein. Und jetzt wird die praktisch hier festgehalten von dem äußeren Rand hier von der Bohrung. Und festgeschraubt wird es dann dort und dort mit den vorhandenen Schrauben. Wichtig ist dabei, dass man hier sieht, dass das Gehäuse, was ich jetzt verwendet habe, natürlich hier direkt aufliegt. Dort, also zum Gehäuseinneren. Sonst würde es ja nicht passen, beziehungsweise sehr viel Druck ausgeübt werden. Aber so sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Ich musste bei der Gelegenheit allerdings hier die Bohrung mit so einem Schaber ein bisschen ausschaben. Die war doch zu klein hier für diese Fresnel-Linse. Ich habe die übrigens von einem Modul gekauft. Die sehen im Original so aus. Die waren da so raufgesteckt auf das Bewegungssensormodul. Da habe ich die her und habe die dann hier sozusagen ein bisschen bearbeitet. Als nächstes werde ich natürlich hier die Leiterplatte anschrauben, beziehungsweise auch die Leitung erstmal anlöten und an der Seite hier Löcher bohren, damit die dort angebracht werden, also rausgeführt werden, sodass ich das Gehäuse verschließen kann. Ich werde natürlich da, wo die Leitung rausgehen, und auch dort, wo vorne diese Fresnel-Linse rausguckt, ein bisschen Silikon noch ranmachen, dass dann in keinem Fall irgendwie Feuchtigkeit da so reinkommt. So sieht jetzt hier die Verdrahtung praktisch aus, und ich musste hier leider, das sieht man hier vielleicht auf der rechten Seite, hier an dieser Stelle und natürlich auch an der hier, die Leiterbahn sozusagen nachlegen mit einem Stück Litze. Die ist mir abgegangen, beziehungsweise die ist aufgrund der mechanischen Belastung abgegangen. Man sieht, ich habe hier so ein bisschen hin und her gebogen den Draht, damit der ganz gut festliegt. Ich werde allerdings hier überall noch in dem Bereich Silikon reinmachen, bevor ich das Gehäuse schließe. Auf der anderen Seite sieht es dann eben so aus, dass ich jetzt hier die
Linse reinsetzen kann. Und ich denke mal, das passt dann auch ganz gut. So, Silikon habe ich mal dazwischen geschmiert ein bisschen, sieht man vielleicht gerade so. Und jetzt kann ich es erstmal hier wieder anschrauben. Und Funktionstest habe ich schon gemacht im geschlossenen Zustand. Das heißt, danach kann dann wirklich die Lampe wieder aufgestellt werden. Zum Schluss mal kurz ein Blick ins Innere jetzt dieser Lampe. Man sieht jetzt hier schön das Gehäuse mit den drei Anschlüssen. Auch die habe ich natürlich mit Silikon noch von innen verstärkt. Und ganz zum Schluss möchte ich noch mal ganz kurz auf diesen Standard-Stromlaufplan mit dem LM324 für so ein PIR eingehen. Diese Schaltung hier mit dem Vierfach-OPV für so einen PIR-Sensor hat man öfters verwendet, zumindest so vor ein paar Jahren noch. Die gab es auch in bedrahteter Form, also nicht in SMD wie jetzt hier in meinem Fall. Man hat hier auf der linken Seite den Sensor, dann ein paar Filter. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, das macht jetzt gar keinen Sinn bei so einem Reparaturvideo. Aber was man hier erstmal schön sieht, es sind eben Haufen Widerstände und Kondensatoren jetzt hier verbaut. Das hat man ja auch gesehen auf der Leiterplatte. Man hat hier diese Doppeldiode, beziehungsweise hier hat man zwei einfache genommen, ein N914, zwei Stück, kann man aber auch als Doppeldiode verwenden. Und man hat hier die zwei Transistoren und am Ausgang, das fehlt hier irgendwie, da kommt natürlich dann das Relais ran. Also so in etwa sieht die Schaltung aus. Es gibt die in abgewandelter Form. Denn hier zum Beispiel ist noch ein Poti drin zur Einstellung der Empfindlichkeit von dem Sensor. Das ist bei dem, den ich jetzt hier hatte in der Lampe, nicht der Fall. Da ist also kein Poti oder so drin. Und manche haben auch noch, ist jetzt hier in dem Fall nicht drin. Das, was ich hatte, diese Fotodiode, die, sage ich mal, schaut, ob es jetzt Tag oder Nacht ist, die ist hier nicht mit bei. Also sind Varianten da zu finden. Ja, das war es hier auch schon wieder zu dieser Reparatur. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.